Hallo Freunde, willkommen zurück zu Reforged Eden 1.7 Vanilla Let's Play. In der letzten Folge sind wir ein bisschen rumgeeiert. Da ist alles überhaupt gar nicht so glatt gelaufen. Wir hatten einen Bunker gefunden. Ich habe mich rausgebuddelt. Jetzt bin ich zurück an meinem Konstruktor. Ich habe mal den ganzen Blunder, den wir gefunden haben, hier reingeschmissen. Und ich habe zu meiner großen Freude festgestellt, dass wir uns einen Kühlschrank bauen können für unseren kleinen Bodenkleider. Das finde ich prima, dann haben wir auch in Zukunft mit den ganzen Sachen, die wir einsammeln, keine Probleme mehr. Vor allem verrottet mein Essen hier nicht mehr. Was ich durchaus für lohnenswert erachte. Wir können uns auch wieder Munition herstellen, dank des Fundes hier im Bunker. Das gibt 25, 50, 100. Eigentlich nicht, wir brauchen nur einen Satz, dass ich hier mal die Tür endlich aufgesperrt bekomme. Ich möchte natürlich jetzt mit der Pistole nicht weiterarbeiten. Das ist totaler Kaspus. Wenn wir schon ein Sturmgewehr haben, dann arbeiten wir auch mit dem Sturmgewehr entsprechend 600 Schuss. Sollte für den Moment langen. Ich will nur die wertvolle Munition hier nicht für den Kern opfern müssen. So. Und jetzt können wir da die Tür wegmachen und zu der Konsole vordringen. Sollte das hier jetzt auch langsam aber sicher in geregelte Bahnen kommen. Ich weiß nicht, ob wir da schon reingegriffen haben. So, die Tür auf, die Tür zu. Und diese nicht so zicke Tür tun wir demontieren. Ist in der Kiste. Schiffstatus, Dateisystemfehler und los geht's. Text wollen wir wieder überspringen. So, wir sollen das Sanctorium finden und mit Ancient Kessel reden. Das kriegen wir auf jeden Fall auf die Reihe. Vorher würde ich auf jeden Fall zurück zu der Basis in Anführungsstrichlein zu dem Talondorf flitzen, denn dort steht unser Sauerstoffgenerator. Ist alles voll. Wir haben hier oben eine Frachtkiste. Die werden wir da jetzt einfach mal kurz missbrauchen. Ich habe ein Scharfschützengewehr. Ich habe aber keine Munition dafür. Die zwei Pistole. Es sind übrigens die Vanilla-Einstellungen, da ist per Default die CPU und die Tragekapazität ausgeschaltet.
Ich habe sie jetzt erstmal nicht eingeschaltet. Kann man, wenn wir wollen, später mal machen. Die CPU anzuschalten, werde ich auf jeden Fall nachholen. Das ist einfach ohne CPU. Ich finde, das ist ein bisschen gecheatet. Das heißt gecheatet, eigentlich ist es Balancing, aber andererseits unser großes Let's Play, Reforged, das haben wir ja. Da ist meine Rettungskapsel, das haben wir ja mit allen Optionen an. Und entsprechendem Schwierigkeitsgrad. Hier geht es ja eher darum, sich die Quests hier mal zu betrachten. Zu schauen, was gibt's Neues in 1.7. Das ist ja eher ein Mini-Let's Play. So, hier sind unsere Generatoren. Geld ist wichtig. Was ich den Kern brauche, weiß ich nicht. Ich packe ihn da mal rein. Das Ding brauchen wir aber auf jeden Fall. Mehr Sauerstoff. Du hast leider keinen Treibstoff mehr, ne? Ich habe glücklicherweise welchen. Die obere Reihe voll. Was soll der Geiz? Jo, auf nach Sanctuary. Oder Sanctuary. Wie man das so schön auf Englisch ausspricht. Portablen Konstruktor, da ist die Titan, den könnten wir, ach nicht die Titan, die Pelikan, den könnten wir wegmachen. Alternativ kann man auch stehen lassen, dann wissen wir, dass da die Pelikan liegt. Die hat ja einiges an schönen Brocken, den Kern haben wir ja weggehobelt. Das ist sicherlich einiges an Ressourcen drin, die wir nutzen können, um uns einen kleinen kleines SV zu bauen. Ist denn das? Ein Wrack. Na, meinetwegen. Auch ein Wrack. Da sehe ich den Lootkörper oder Container. Vielleicht Konserve. So, ich soll mit einem der denn jetzt hier drüben mit einem der Wachen sprechen, hat er gerade gesagt. Ja, wir sind hier bei den Polaris. Oh, guck mal, die haben Weihnachten. Wie schön. Polariswache, ich möchte mit dem Kommandanten der Dings hier sprechen.
Alles klar. Händler für Querbeet ein. Hier gibt es Ressourcen zum Kaufen und Verkaufen. Hier ist so ein Chin. Es redet noch nicht mit uns. Drücke F, um mit dem galaktischen Netzwerk zu. F, ja, ich drücke F. Es passiert leider nichts. Vielleicht will das einfach nicht mit uns reden. Die Kühlschränke dürfen wir nicht plündern. Das ist sehr schade. Feinde Commander. Command. Commander? Hallo, Sir. Okay, ich soll den Herrn Kessel da finden. Das ist der Assistent vom Doktor. Ist er auch schon. Okay, rote Schlüsselkarte haben wir keine. Hallo, Herr Kessel. So, der Plan. Geh zu dieser Grabkammer, suche das technische Artefakt, hau Ausschau nach allem, was sonst noch interessant sein könnte und bring es her. Alles klar, ich bin gleich wieder da. Die ist hier drüben ein paar hundert Metern. Wo ist mein Moped? Fragezeichen. Die Kurve rum. Wir sind woanders da reingekommen, wie wir rausgegangen sind. Halte ich für sehr wahrscheinlich. Absolut. Ich hätte vielleicht den Strom nicht ausschalten sollen, weil dann ist der Kühlschrank auch ohne Strom. Idee gleich dumm. Wir brauchen eine bessere Idee. Kleines Rack. Wer schießt denn da auf mich? Das war wahrscheinlich dieser komische. Dieses Tier da halt. Dieser Dinosaurier. Hier ist die Grabkammer. Jede Menge Gemüse für den Kühlschrank. Schubdüsen aus. Kleider landen. Und jetzt machen wir lustiges XP-Farmen.
Wenn wir mal eine Blume übersehen, ist es auch nicht so wild. Sauerstoff geht schon wieder zur Neige. Also das ist das erste Mal, dass ich nicht auf einem Temperate Planet starte. Das ist irgendwie eine ganz neue Erfahrung für mich. Vermutlich gibt es hier Spinnen und so Kropfzeug. Hier oben ist der Durchgang, den kennen wir. Den werden wir auch vermutlich gleich nutzen. Um uns hier durchzuarbeiten, das macht die Sache erdenklich einfacher. Na komm. Das Targeten finde ich ist ein bisschen schwieriger wie früher. Gerade Leichen und das ein oder andere Kraut ist. Und, ich habe das Gefühl, dass es schwieriger ist, das ins Target zu nehmen. Die haben irgendwie was an den Collidern wahrscheinlich verändert. Upsala. Vielleicht finden wir auf jeden Fall ein bisschen was. Was habe ich denn da schon wieder? Du hast einen Giftbiss. Zum Glück habe ich ja die ganze Medikamente irgendwo in der. Bei den Talons in dem Dorf liegen. Ist ja auch so mega sinnvoll, da ist ein Gang. Da ist nix. Gehen wir mal den Gang lang. Hier ist noch ein Geh runter. Wird im Volksmund auch Treppe genannt. Ich versuche natürlich möglichst vorsichtig mit meiner Munition umzugehen, weil ich habe keine außer die ich einstecken habe. Was war das Törtchen gleich wieder? Hilft gegen nix. Ja, halt, halt, ist ein Halt-Törtchen. Zum Glück sind die meisten Spinnen immer noch selten dämlich. Heilies, Sprit, sehr gut. Multiwerkzeug haben wir, glaube ich, das dritte jetzt gefunden. Aber vielleicht das ein oder andere in Sanctuary veräußern.
WLAN habe ich noch keins in meinem kleinen Mobil verbaut. Nee, natürlich nicht. Die Sache natürlich trivialisiert, an den Kühlschrank zu kommen. Also diese Minispinnen da sind schwer als Target zu kriegen. Schlicht und ergreifend. So, hier ist leer. Da kamen wir her. Wo sind sie? Da hast du dich versteckt. Hier ist er. Kann man sogar looten. Die sind tapfer da, die Spinnlein. Hinten nichts angerannt kommt. Da war eben eine. Ach komm, wir müssen warten, bis wir einmal vollgeladen sind mit dem Jetpack. Nee, das will noch nicht. Ach, dass die sich ständig verstellen! Ist aber auch unmöglich, da ein Podest reinzufräsen, ne?
Heute noch. Ach, geht mir das jetzt wieder auf die Nerven, hey. So, bohren wir da noch rein. Haben wir auch kein gescheites Werkzeug, hat sondern nur dieses Anfängerspielzeug. Satium nicht schlecht. Und dann haben wir wieder Multi-Werkzeuge. Wir haben T2-Werkzeug, das ist phänomenal. Pulsgewehr T2. Das braucht auch Gewehrpatronen. Ich hab das Ding ausgedient. Das ist immer so schlecht, was wir hier finden. Spirituosen Luxusgüter, Halleluja! So beginnt die Schmugglerkarriere. Und da ist unser technisches Artefakt. Blumen. Ich finde es toll, dass da Blumen ohne Ende sind, aber ich habe irgendwann keinerlei Verwendung dafür. Können wir nicht looten. Aber können hochhüpfen. So, gucken wir da rein. Wow. Wäre besser als Pistole. Kaffee. Okay. Macht die Gesundheit kaputt. Will ich nicht. Das ist schon eher.
Ups. Klassisch vorbeigehüpft. Klasse. Jetzt ist die Schrotflinte leer. Nein, die Giftspucker. Pulsgewehr. Einmal zu weit gehupt, ne? Hast du es mal höher. Ich kann das doch, ich kann mir die herstellen. Halleluja. Ha. Die Baronwurzel hat auch geholfen. Hier standen einmal mal, aber so täuscht man sich. Ihr kleinen Mistviecher. Wenn die aber ja nicht vergiften würden, ne, dann wäre das alles halb so wild. Pilz, Nährlösung. Jawoll, Arrestrum Bachen, Pulsleser und eine T2 Reparaturplattform. Alles, was das Herz begehrt. Ich lasse es da mal drin, das kommt nicht fort. Inventar ist voll mit Essen, das ist Stand jetzt sehr viel wichtiger als Reparaturplattform T2. Mit anderen Worten, die lassen wir da jetzt drin liegen, holen sie uns später. Irgendwo war hier ein Ausgang. Wichtig ist, wir haben das technische Artefakt. Können die Quest einlösen. So, Kühlschrank. Weg mit dem ganzen Krempel. So, Sanctuary, sollten wir zurück? Vielleicht gehen wir mal auf 1,50 Meter hoch, dann bleibt man nicht an jeder Bodenwelle hängen. So. Frachtbox. Ich möchte die T1-Dinger auf jeden Fall verkaufen. Das Sturmgewehr können wir verkaufen. Flammenwerfer möchte ich nicht. Die ganzen T1-Werkzeuge, die Pistole kann man. Das Scharfschützengewehr behalte ich, den Anzug auch. Ein T1 behalte ich. Was ist die Mutter der Porzellankiste?
So, hier drin ist Sauerstoff, das ist schon einmal nicht verkehrt. Du bist der Quatsch-Droide hier. Was hast du so im Angebot? Du verkaufst. Möchtest du. Nein, Siegel der Glaubwürdigkeit möchtest du nicht. Den Überwachungsbericht, den habe ich irgendwo in einer anderen Kiste liegen. Ne? Passt. So, Pistole. Weg mit Schrotflinte, Sturmgewehr, Scharfschützengewehr, Flammenwerfer, auf jeden Fall nicht. Multiwerkzeuge. Ich habe zwei T2, hätte ich eigentlich gleich das andere T2 verkaufen können. Pistolenmuni habe ich keine. Multiladung kann ich eine kaufen für 9. Das ist völlig im grünen Bereich. Dann habe ich noch Schmuck und so Krempel. Du magst keinen Schmuck und du magst auch keinen Alkohol. Du nimmst Bargeld. Du redest immer noch nicht mit mir. Dann gehen wir mal zu Kessel. Wo ist er denn? Da ist er. Schnaps und Diamantring. Ich habe hier Abyssal, das sind Ziraxe. Alles klar, ich soll zur orbitalen Handelsstation mir ein Rootbier kaufen und mich in die Sky Guys Bar setzen. Okay, wir haben einen Basisgenerator geschenkt bekommen. Da können wir uns hinterlofotieren in die Nähe der Zirax-Garnison. Da ist ein Schiff von uns abgestürzt. Oder von unserer Phoenix-Flotte. Und wir sollen uns auf Zirax-Patrouillen vorbereiten. Ich hoffe, das ist jetzt kein One-Way-Ticket. Ich soll das kleine Raumschiff finden und damit fliehen. Head back to your base camp. Install the teleporter in your gear first. Okay, in der Garnison scheint es bessere Ziraxe zu geben. Das sollen wir uns natürlich erst ausrüsten. Verstanden. Das heißt aber auch auf Deutsch, ich muss eine Basis stellen, ich muss grinden. Ich würde mir natürlich gerne ein kleines CV zusammenbauen und mir einfach eine Abandon-Basis holen und nicht mir eine ganze Basis bauen müssen. Das ist deutlich ressourcenschonender. Da, ich bin ja schon fast geneigt, zurück zur Titan zu gehen. Ach nein, zur Pelikan. Da ist ein Konvoi gewesen. Ein Xerox-Konvoi, den überfallen war. Dann können wir die
Dann können wir die die Ressourcen dort aufsammeln, den ganzen Konvoi zerlegen, dann haben wir auf jeden Fall mal ein gutes Polster für ein kleines SV. Ich werde mir da irgend sowas Vorgefertigtes reinspawnen. Baupläne, kleines. Die Ant habe ich selbst gemacht. Die Spore ist zu klein. Das sind die ganzen Reforged-Eaten-Dinger. Das ist das normale Zielermobil. Das könnten wir uns natürlich auch reinspawnen. Das fliegt auf jeden Fall in Nicht-Reforged besser wie in Reforged. Kupferbarren, Eisenbarren, Titanstäbe, Silizium, Kobalt, Neodymium. Ja. Die Krielschiffe sind auch sehr, sehr, sehr schön. 12, 7, also die Blackstar könnten wir uns rein. Titan, Kupfer, Silizium, Kohlenstoff, Eisenbarren. Das geht auf jeden Fall. Und dann fliegen wir da mal ein bisschen rum, können den Planeten erkunden. Der Konvoi doch in der Nähe. Hier ist der Konvoi. Parken wir uns doch hier gleich mal am Poppes. Und das sind auch schon die. Ersten Zirax. Nein, ich wollte die Laterne ausmachen, nicht in die Konsole. Schrottprotonen, sehr schön. Sniper. Oh shit, Raketenwerfer, die tun weh. Sauerstoff. Alles klar, du bist Geschichte. Medizin. Essen aufnehmen ist eine super Idee. Wo immer ich jetzt wieder hänge. Wir müssten mal schauen, wo der Kern ist. Der ist üblicherweise in einem der Führerhäuser. Ist er. Munition fehlt. Sprengstoff habe ich doch auch gefunden. Ich weiß nur nicht, wo ich ihn hingepackt habe. Damit kann ich leider keine Löcher ins Glas schießen. Raketenwerfer haben wir noch keinen gefunden, nur die Munition. Was wir tun können, ist das ganze Ding in die Luft jagen. Hallo Zirax. So haben wir doch hier, wir haben hier den Generator. Und den kann ich mit Sicherheit. Verdammt robust.
im irgend gearteten Token. Da ist doch Sprengstoff, was sagt's dann? Titanstäbe haben wir. Ist eigentlich schade, ich möchte den Generator nicht zwingend in die Luft jagen müssen. Wie viele Hitpoints hat denn das Fenster? Na mal schauen, das ist ja kein Reforged Eden. Das krieg ich nicht durch. Mit 5 Packen Sprengstoff. Völlig unmöglich. Ich würde mir gleich den ganzen Treibstoff mit hochjagen. Nee, Glück gehabt. Und da ist der Kern. Dankeschön. Mein Konvoi. Alles Standard-Loot. Natürlich wollen wir den. Den Teleporter nicht in den Konstruktor werfen. Noch ein Pulsgewehr. Ein Törtchen. Raketenrucksackbooster, Flammenwerfer. Jede Menge Salut. Ja, ich baue das Ding auseinander. Schmeiß es in den Konstruktor rein. Mal gucken, ob ich mir einen Kern bauen kann. Brocken müsste ich eigentlich haben. Der mobile Konstruktor. Mit Glück habe ich ihn hier hinten im Körbchen drin. Herrje. Habe ich natürlich nicht. In dem Fall, da drüben ist aber einer. Ich sehe ihn auf der Minimap. Haben wir natürlich absolut gar nichts drinnen. Was brauche ich denn? Stahlplatten, Elektronikcomputer und Glasfaser.
Stahlplatten. Computer. Elektronik. Und Glasfaser. Wird vermutlich nicht reichen. Ach, mir geht der Sauerstoff aus. Nee. Hätte ich mal den ganzen Plunder besser nicht in den wachen Eingang gehauen da. Nun gut. Ich fahre da ein bisschen hin und her und baue das alles auseinander und mach und tu. Der Konvoi war echt leichte Beute. Da kam eben Elektronik raus. Schaut auf die schönen Ascharchenmöbel. Ich habe keine Ahnung, ob es in dem Spiel eine Möglichkeit gibt, Ascharche Möbel zu verkaufen. Reforged ja. Vanilla weiß ich nicht. So, furchtbar aufregend ist es nicht. Der Konvoi, der hat kaum Loot dabei. Gut, lassen wir es damit bewenden. Ja, schön, dass ihr reingeschaut habt. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Denkt an ein Abo, falls noch nicht geschehen. Dann bekommt ihr Infos, wenn ich neue Videos hochlade. Ansonsten gilt wie immer, haltet die Ohren steif. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, euer Zieler. Ciao, ciao.